Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, denn das ist eure Lebensaufgabe, mit mir und meinem Reich Kontakt zu finden, auf dass dieses Reich euch dereinst wieder aufnehmen kann, wenn ihr die Erde verlässt. Es ist dies auch eure einzige Aufgabe, weil alles andere sich dann von selbst regelt, wenn ihr euch nur bemüht, jene Aufgabe gerecht zu werden. Ihr seid in diese irdische Welt hineingesetzt worden, um in dieser irdischen Welt das geistige Reich zu suchen. Aber es ist euch auch eine herrliche Verheißung gegeben worden, dass ihr auch in der irdischen Welt werdet bestehen können, wenn ihr diese Bedingung erfüllt, zuerst das Reich Gottes zu suchen. Es ist euch gleichsam ein Lohn versprochen worden von mir, der allein euch schon reizen sollte, meine Anforderung an euch zu erfüllen, denn der Daseinskampf, die Sorge um euer Leben, um euer irdisches Leben, wird euch durch meine Verheißung gleichsam erspart. Ihr braucht euch nur zu sorgen um eure Seelenheil, und es wird die Sorge um euer körperliches Wohlergehen von mir übernommen und alles für euch geregelt, was euch sonst große Anstrengungen kostet, wenn ihr alles allein bewältigen sollt. Ich übernehme für euch die Sorge, die das irdische Leben von euch fordert, so wie ihr meine Bedingung erfüllt, zuerst mein Reich zu erstreben mit seiner Gerechtigkeit. Das heißt, wenn ihr euch mir schrankenlos hingebt, weil ihr mich erkannt habt als euren Gott und Schöpfer, als euren Vater von Ewigkeit und weil ihr erkannt habt, dass nur bei mir es eine volle Gerechtigkeit gibt, ein Leben entsprechend der Reife eurer Seelen und weil ihr erkannt habt, dass ihr mich und mein Reich darum suchen sollt, dass euch nun auch geöffnet werden wird, die ihr euch mir hingebt, im vollen Vertrauen auf meine Gerechtigkeit. Ihr sollt nur gerecht leben im Hinblick darauf, euch mein Reich zu erwerben. Ihr sollt trachten nach inniger Verbindung mit mir. Ich aber bin nicht zu suchen in der Welt, denn mein Reich ist nicht von dieser Welt, und daher müsst ihr eure Gedanken himmelwärts richten, hinweg von der Welt und ihren Reizen. Ihr müsst meines Reiches gedenken, eure wahren Heimat, die ihr einstens verlassen habt und zu der ihr wieder zurückkehren sollt. Und ihr werdet es nicht bedauern, wenn ihr meinem Rat folgt, zu trachten nach diesem Reich, denn ihr werdet auch gleichzeitig alle eure irdischen Sorgen und Nöte ledig werden, weil ich diese für euch übernehme und meine Sorge wahrlich euch gelten wird in allen euren Nöten und Anliegen. Ich werde irdisch sorgen für euch wie ein Vater für seine Kinder. Ich werde euch geben, was ihr benötigt, irdisch, und ich werde euch auch mit geistigen Gütern versorgen im Übermaß. Denn so wie ihr eure Blicke hinwendet zu mir und zu meinem Reich, gehen euch auch aus diesem Reich Gnadengaben zu, und die Bindung mit mir wird immer fester werden. Das irdische Leben wird euch nicht mehr belasten. Ihr werdet haben, was ihr braucht, leiblich und geistig. Denn ihr seid nun auch der Gefahr entronnen, der Welt und ihren Anforderungen zu erliegen, ihr gänzlich zu verfallen, und somit seid ihr auch dem Herrn der Welt entronnen,
der über euch die Herrschaft verloren hat, weil ihr euch vollbewusst meinem Reich zuwendet, das euch nun auch zuteil wird. Trachtet zuerst nach meinem Reich, alles andere wird euch zufallen. Diese Verheißung soll euch anspornen dazu, die Bindung mit mir und meinem Reich zu suchen, denn noch sind es die irdischen Sorgen, die euch oft zurückhalten, die ihr wichtiger nehmt als die Sorge um eure Seele. Aber ich verheiße euch sichere Hilfe, ich nehme alle eure Sorgen auf mich, vorausgesetzt, dass ihr zuerst mich und mein Reich sucht. Und darum könnt ihr völlig sorgenlos durch eure Erde leben gehen, wenn ihr nur immer diese meine Verheißung gedenken möchtet. Doch wenige Menschen nur nehmen diese Worte ernst, diese aber sind frei von jeder irdischen Belastung, denn ich selbst nehme mich ihre an und ich werde mich eines jeden Menschen in Liebe annehmen, der immer nur trachtet danach, mich und mein Reich zu gewinnen. Und dieser wird auch zum Ziel gelangen. Er wird mich finden und sich mit mir zusammenschließen. Er wird sein Erdeleben nicht vergeblich leben. Er wird aufgenommen werden in mein Reich und selig sein. Amen.